Hallo zu meinem heutigen Video. Ja, wenn ihr dieses Grinsen in meinem Gesicht erkennt, dann wisst ihr, ich habe mir wieder mal was gegönnt und ich möchte es hier mit euch auspacken. Erstmal zur Vorgeschichte. Ich hatte früher mal ein Intel MacBook Pro und ja, mit einem i9 Prozessor. Und den habe ich dann ja ungefähr so vor ein halbes Jahr verkauft für gutes Geld. Und war eigentlich der Meinung, ich brauche kein MacBook mehr. Und habe mir ein Apple Mac Studio gekauft, mit dem ich heute noch zufrieden bin. Das ist der M1 Pro, ist damit verbaut, mit 32 GB Arbeitsspeicher. Eigentlich ja die Grundausstattung. Und der macht seine Dienste super. Und hat sich meine Lebenssituation geändert. Ich bin immer wieder mal dezentral, also ich bin öfters mal nicht zu Hause. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich in der Woche 2 bis 3 Tage mal nicht daheim bin und kann dann natürlich, ja, weil ich nicht vor Ort bin, nichts bearbeiten, also keine Bilder bearbeiten, aber auch keine Videos bearbeiten. Und das hat mich dann doch jetzt sehr stark gestört und auch eingeschränkt. Und ja, und ich bin ja auch dieses flüssige Arbeiten ziemlich gewöhnt und verwöhnt. Und ja, erst habe ich mir überlegt, hey, kaufe ich mir ein Windows-Notebook? Dann habe ich mir das nochmal so angeschaut. Und ja, da gehen halt die Lüfter hoch, das Ding wird warm. Eine Wasserkühlung in einem mobilen Notebook habe ich jetzt so noch nicht gesehen. In einem Desktop-Gehäuse kann man das tun, dann wird der Rechner auch relativ leise. Doch an meinem mobilen Arbeiten sieht das noch sehr schlecht aus. Alle, die das jetzt mit Windows-Rechnern machen, euch sei es gegönnt, nur ich bin da sehr Apple verwöhnt. Eben dieses leise, ruhige, keine Wärmeentwicklung oder wenig Wärmeentwicklung. Ja, und da kommt man leider bei Apple nicht vorbei, wenn man auf sowas eben Wert legt und auch sich daran gewöhnt hat. Ja, dann habe ich mir jetzt hier ein MacBook Pro gekauft und gleich in der 16 Zoll Version, weil ich mit dem 14er die 2 Zoll weniger tatsächlich bei mir so ist, dass ich das als sehr klein empfinde und 16 Zoll eigentlich schon auch für mich ja sehr klein sind. Weil ich es gewöhnt bin, beim 32 Zoll Display in 4K zu arbeiten. Aber 16 sind immer noch besser als 14 Zoll. Also habe ich mich für die 16 Zoll Version entschieden. Da ist jetzt der M3 Prozessor drin mit 18 GB Arbeitsspeicher und 500 GB SSD. So, einmal mal ganz kurz zur Vorgeschichte. Und jetzt packe ich mal hier ja, das MacBook mit euch zusammen aus. So. Auch hier steht es nochmal dran, 18 GB gemeinsamer Speicher, 512 GB SSD und 16 Zoll MacBook Pro mit dem Apple M3 Pro Chip. Das hatte ich vergessen, euch noch zu sagen. Das ist der Pro-Chip für den Max-Chip oder so. Hat es einfach nicht gereicht. Ist ja schon teuer genug. Ja. So, und dann machen wir es einfach mal auf. Schauen mal. Ja. Ich habe es in der Version, also in der Farbversion Silber gekauft, weil mir ist es echt nicht. Ja, mir ist es eigentlich egal, ob jemand merkt, dass ich ein M3 MacBook habe oder nicht. Ich glaube, aus dem Alter bin ich draußen und ich mag einfach das Silber. Mein Apple Mac Studio ist ein Silber, dann darf auch mein
MacBook in Silber sein. Wir schauen uns gleich mal hier an. Das ist dieses Apple MagSafe Anschluss, also magnetischer Stromstecker auf USB-C. Ich habe es nie verstanden, warum Apple eigentlich da weg ist von der Version hier. Ich habe es nie verstanden, ehrlich gesagt, Leute. Auch hier vielleicht mal in die Kamera halten. Das habe ich nie verstanden, warum man von sowas Tollem weggegangen ist, wenn man irgendwie an einem Kabel hängen geblieben ist. Somit war zwar die Stromzufuhr unterbrochen, aber an eurem Gerät ging nichts kaputt oder hat auch nicht das MacBook vom Tisch auf den Boden gerissen. Und ich fand das immer sehr toll und dann hat Apple irgendwann mal entschieden, hey, mach mal nicht mehr. Ja, verstehe ich nicht. Und ja, das Netzteil, nicht ganz unwichtig. Das ist sogar ein sehr leistungsstarkes, wenn ich mich nicht täusche, 140 Watt habe ich gelesen. Und damit soll auch ein sehr schnelles Laden von dem MacBook sein. Toll wäre hier gewesen natürlich nur eine USB-Schnittstelle. Toll wäre es gewesen, wenn die jetzt da endlich mal was getan hätten. Ja, und zwei oder drei USB-C-Schnittstellen reingemacht hätten. Dann hätte man auch andere Geräte laden können. Jetzt schaue ich mal, ob ich das erkennen kann. Die Augen, ja, 140 Watt Netzteil, genau. USB Power Adaption ist mit dabei. Das Kabelmiss ist mit dabei. Und dann haben wir hier, ja, das ist für mich eigentlich auch total unwichtig, eine kleine Anleitung. Ich glaube, ich habe das mir noch nie durchgeschaut. Ja, gibt es auch nicht viel zu schauen. Also, ja, kurze Anleitung. Wollte sich vielleicht noch an. Dann habe ich die Apple-Sticker trotzdem in schwarz. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber gut, ist halt so. Verwende ich eigentlich auch nicht. Die mache ich dann meistens mit rein. Lege es auch in die Verpackung. Eben, weil man ja auch Apple-Produkte sehr gut wiederverkaufen kann, ist es mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Verpackung auch noch vorhanden ist. Das wird auch gut aufbewahrt. Jetzt mache ich mal hier einfach das alles zu. Noch nicht ganz zu, weil ich muss ja noch die Schutzfolie reinmachen. Genau, auch auf das lege ich natürlich Wert. Und jetzt ziehe ich mal hier komplett ab. Perfekt, also ja, es ist immer ein Genuss, Apple-Produkte auszupacken. Es ist einfach, die wissen schon, wie sie es machen. Und es ist wirklich auch ein Genuss. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem jetzt noch und seid nicht taub. So, ich weiß nicht, ich glaube, heute habe ich wieder mit dem Lichtsetup ein bisschen zu sehr rumexperimentiert. Ich glaube, entweder bin ich zu dunkel oder zu hell, aber ich hoffe, es geht noch und ihr kennt was. Hier habe ich die zweite Kamera. Ich hoffe, die fängt es jetzt auch an. MacBook, gucken wir uns mal an, eben was für Schnittstellen. Habt ihr bestimmt schon 100.000 Videos gesehen. MagSafe-Schnittstelle. Zweimal USB-C und einmal eben für 3,5 Zoll ja, für eure Kopfhörer. Nutze ich aber auch nicht, habe ich mir Bluetooth, HDMI-Ausgang, USB-C und ein SD-Karten-Lesefach. Das feiere ich natürlich mega, weil das war ja wirklich auch ein Krampf. Da hat man jedes Mal noch einen Adapter mit sich rumschleppen müssen. Das wird hiermit entfallen. Ich werde es nicht mehr brauchen, weil meistens hatte ich nur wegen SD-Karten-Lesegerät gehabt. Ich klappe es jetzt mal zu. Einrichten werde ich es dann nachher in aller Ruhe. Apple MacBooks gehen halt relativ, ja, die fahren halt schnell, eigenständig hoch, wenn man die Klappe aufmacht. So, jetzt werde ich hier begrüßt. Die Tastatur kenne ich nicht, weil mein i9 MacBook Pro eben noch die Touchbar hatte und die Butterfly-Tastatur, die sehr anfällig war. Und ja, hier haben wir wieder eine neue Architektur von Tastaturen. Ich habe die Touchbar tatsächlich nicht genutzt. Also ich war jetzt ein User. Mich hat sie jetzt auch nicht gestört. Ich kam damit gut klar, aber ich habe sie nicht tatsächlich genutzt. Ich hatte keinen Mehrwert davon. Und deswegen ist das jetzt hier für mich kein Verlust, dass sie weg ist. Bin jetzt auch nicht traurig, dass sie weg ist und ich bin froh, dass ich eine ganz normale Tastatur habe und komme mit der auch bestens klar. Ja, ich werde natürlich jetzt erstmal meine ganzen Programme einrichten und werde dann so meine ersten Erfahrungen damit machen.
In ein paar Wochen mache ich bestimmt noch mal ein Video dazu. Falls ihr Fragen habt zu diesem MacBook, einfach in die Kommentare schreiben. Das ist das Einsteiger MacBook Pro mit M3, 16 Zoll, 18 GB, 500 GB SSD, habe ich auch alles vorgelesen. Teuer genug, aber im Videoschnitt mit Final Cut, ja, für mich ein Muss. Und ja, und Fotobearbeitung ist hier natürlich auch ideal. Und alles schön leise, stromsparend und lange Akkulaufzeit. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange jetzt hier tatsächlich der Akku halten wird, wenn ich jetzt damit eben meine Videos mache. Da gibt es natürlich einen Langzeiterfahrungsbericht. Ja, und wenn ihr es nicht verpassen möchtet, dann jetzt diesen Kanal abonnieren, Leute, liken und kommentieren. Und ja, dann melde ich mich so in 2-3 Wochen zu diesem MacBook wieder und gebe meine Erfahrung weiter. Danke fürs Einschalten, Kommentieren. Ja, ich bin raus, euer Murat.